Wait, das ist eine Bombe oder die Rakete. Wow. Ist einfach direkt am Anfang des Levels eine. Aber Elektro auch irgendwo? Ja, doch. Ja, stimmt, die Viecher da direkt vor dem Raum. Stimmt, ja. Egal, wir haben es ja jetzt. Aber gut, dann weißt du, auch hier kannst du Bombe noch ein bisschen schneller kriegen. Immerhin macht meine Glühbirne auch ein bisschen Schaden. Ja. Heißt Cutter 1-1 auf jeden Fall, also Welt 1, Level 1. Ich glaube, Feuer war auch dort. Ansonsten Stachel und Stein gibt es dann auch in Welt 2-1. Elektro direkt am Anfang von Welt 2-2 und Bombe direkt hier am Anfang. Ja. Nur für Eis haben wir noch nichts. Oh Gott, das schon wieder. Ich glaube, die Eise, die du bis jetzt hattest, waren alle eher recht spät im Level. Ja, da werde ich mal erwischt beim letzten, aber immerhin den Rest habe ich mittlerweile ganz gut drauf. Und jetzt müssen wir da noch hoch. Das ist ja an sich nicht wirklich schwer, es ist nur ein bisschen anstrengend. Es dauert ein bisschen. Nicht zerquetschen lassen. Nein. Und tschüss. So. Fisch, Stern, Tropfen. Die Frage ist, was mache ich jetzt damit? Zur Not angreifen, dann, wenn du auf den Dingern drauf bist. Wo ist der Fisch? Das ist der Fisch. Ja. Dann nochmal springen oder unten drücken. Ah. Ah. Was, der Tropfen? Jo. Ich habe irgendwas gehört. Jo. Ah. Nice. Das war ein bisschen aufwendiger. Aber dann haben wir da jetzt auch die 100% geholt. Und dann, Glühbirne ist jetzt nicht meine liebste Fähigkeit für den Boss, aber okay. Wir gehen mal gucken. Was? Oh, okay. Kann ich das angreifen? Muss ich da drüber springen? Nee, ich kann es nicht angreifen. Jetzt mal eine Weile ausreicht, bis du angreifen kannst. Das ist aber auch extrem schwer zu sehen, finde ich. Das ist ein bisschen einfacher. Aua. Bin fast tot. Ich muss überhaupt erstmal herausfinden, was ich hier eigentlich machen muss. Jetzt beginnt der Kampf. Ich glaube, deine Attacke greift halt nur wirklich auf nächster Nähe an, eine Glühbirne. Ich war jetzt nicht verstehend, was ich da machen muss. Die passenden Farben auf die passenden Farben schleudern? Könnte man versuchen. Aber das hat mich gerade auch irritiert, dass ich hier noch nichts machen konnte und überhaupt erstmal hoch musste und dann war das irgendwie sehr kryptisch. Nee, zum Kämpfen ist die Fähigkeit definitiv nicht so geil. Ist, glaube ich, eher so eine Rätselfähigkeit. Teilweise echt knapp aus, wie die dich gerade so nicht treffen. Ich habe auch die Hälfte der Zeit keine Ahnung, ob die mich jetzt treffen würden oder nicht.
Aua. Also da ist die Perspektive nicht so freundlich. Ja, aber bis zur... Oh. Hä? Aua. Das ist ja ganz wild irgendwie. Das glaube ich auch übrigens von da aus einfach schießen, ist weit genug. Meine Viecher haben ordentlich Range. Müsste grün noch mal erwischen, wa? Mhm. Never mind. Und ich glaube, das hat nämlich keine Wirkung mehr. Mhm, wir sind schon besiegt. Ja, aber... Toll, erwisch mal grün, wenn die das machen. I don't even. Wow, und dann ist der in mir gespawnt. Wow, wie viel Pech kann man haben? Also den Bosskampf finde ich ehrlich gesagt sehr blöd. Überhaupt. Weil die spawnen immer auf festen Punkten. Also ich finde es halt... Alleine schon seltsam, dass ich jetzt hier erstmal zum Boss hochfahren muss und dabei hier irgendwie mich vom erstbesten Angriff treffen lasse und dann hier erstmal ausweichen muss, was ich irgendwie, weiß ich nicht, doof finde. Vor allen Dingen, weil die zweite Phase so unglaublich unberechenbar ist und die Hälfte der Zeit aufgrund der Perspektive, finde ich persönlich, einfach nicht siehst, ob du jetzt getroffen wirst oder nicht. Also ich finde das irgendwie ganz schwierig dargestellt. Oh wow, kann ich eigentlich schon wieder neu starten? Wenn ich da schon so viel abbekommen habe. Oh, never mind, ich behalte einfach meine Heilung. Meine nicht vorhandene. Oh. Hätte oben safe machen sollen, als ich oben angekommen bin. Aber ich will den Kampf jetzt so nicht machen, mit drei Herzen? Einfach alles dodgen, wie bei dem ersten Versuch vorhin. Ich habe nie alles gedodged. Ich nicht beim letzten, oder? Ich glaube, du bist auch nur einmal getroffen. Mhm. Wobei solche Kommentare wie, ja, einfach nicht treffen lassen, ist schon Premium-Kommentare. Ist schon nicht so hilfreich. Nee, also ich finde diese Phase hier irgendwie total bescheuert, wo man überhaupt erstmal hoch muss und ausweichen muss. Weil es, wie gesagt, teilweise, selbst hier ist es teilweise, finde ich, aufgrund der Perspektive schwer zu sehen, ob die jetzt, ja, oben oder unten sind. Die wollten halt sehr viel mit dem 3D-Effekt machen. Also... Die Phase finde ich einfach unnötig, sich da erstmal hochkämpfen zu müssen. Und dann bist du endlich oben und dann hast du wieder diese Phase, wo du diese Dinger aufsaugen musst und auf die richtigen Farben schießen musst. Was ja jetzt irgendwie nicht sonderlich kompliziert ist. Das ist jetzt kein großes Gimmick, weil, naja, rot auf rot, blau auf blau. Wenn du jetzt nicht gerade eine Rot-Grün-Schwäche hast, ne? Ist es jetzt nicht so das Problem. Aber diese vorherige Phase finde ich irgendwie unnötig. Unnötig streckend irgendwie, weil du da halt einfach blöd getroffen wirst, weil man es schlecht sehen kann. Und dann gehst du mit angeschlagener Healthbar in den Kampf, der auch irgendwie eher so ist. Und dann ist es echt schwer, die dann noch zu treffen, während die da... Also irgendwie...
Bin ich die Einzige, die den echt doof findet? Das ist jetzt kein Ja oder Nein gewesen von dir. Ich finde den auch nicht cool. Ich finde es vor allen Dingen immer so ein bisschen fragwürdig in Spielen gegen nicht lebende Sachen zu kämpfen. Wieso? Weiß ich nicht. Also das muss halt gut gemacht sein. Siehe Paper Mario, Origami King zum Beispiel würde mir da einfallen. Da finde ich, ist es halt echt gut umgesetzt. Aber ansonsten finde ich das immer so unpersönlich. Hat was von einem Sicherungssystem, was dich hier angreift. Ich weiß nicht. Mein Motto so, du hast die, keine Ahnung, die drei Oktaeder des Todes aktiviert, jetzt musst du gegen die kämpfen. Ich hab's doch nicht so mit Ausweichen. Übrigens, die Dinger spawnen nur auf den größeren Platten. Hier meinst da, du? Da, wo du draufstehst, genau. Nee, den wollte ich nicht. Ich wollte hier einmal vorsichtshalber einen Speicherpunkt setzen. Nee, den Kampf finde ich doof. Vor allem finde ich, die ich getroffen habe, sollten nicht mehr schießen dürfen. Tun sie ja, glaube ich, teilweise auch gar nicht mehr. Die fliegen einfach nur rum und fangen wahrscheinlich deinen Angriff ab. Easy. Wow. Kommt jetzt noch eine Phase? Oder war es das? Easy. Hä, warum war das jetzt? Ich habe doch keine Ahnung. Ich muss mich immer einmal aufregen, dann geht's plötzlich leichter. Und einen Savepoint setzen, damit die Leute sich aufregen, dass ich einen Savepoint gesetzt habe, um ihn dann nicht zu benutzen. Aber den fand ich irgendwie sehr unkreativ und nervig aufgrund der Perspektive. Kirby hat auch schon keinen Bock mehr. Er geht ohne mich. Warum ist dieser Kuchen so formstabil? Sehr viel Sanapart. Ich glaube auch. Oder Farbe. Ich frage mich ja, ist diese kleine Fee wirklich nett oder ist sie der Endboss? Arbeitet sie mit dem Endboss zusammen? Es wäre nicht die erste Fee, die das tut. Es würde mich nicht wundern. Aquastar! Es könnte auch so ein Schwimmbad sein. Finde ich. Safe. Na gut, gucken wir mal. Nothing. Ich bin ein Stein. Mhm. Kannst du mir so ein bisschen rollen? Ich kann den Double-Stein machen. Und explodieren. Ja. Was ist denn Double-Stein? Das ist mal ein nützlicher Stein, der sich bewegen kann. Oh, ich glaube, da will ich lieber nicht reinfallen in das Loch. Mal landen. Du könntest Stein und Cutter mal probieren. Ah ja. Nur den Stein. Flupp. Einmal resetten. Stein. Jetzt immer wieder drauf rein. Was heißt hier, ich fall da drauf rein? Die sind so gemein. Hä? Warum ist er jetzt gestorben? Weil du sein Projektil kaputt gemacht hast, oder was? Hatte Woggle gesagt, die sind cool? Mhm. Was? Kennst du den? Ach so! Ich war gerade noch verwirrt, was der denn bitteschön macht. Du schnitzt eine Figur. Q.
Cute. Und für die ganzen Tierpartner. Ricky! Boy! He's a chunky boy now. Unter dir brauchst du, glaube ich, Stachel und Stein. Oder? Nee, Elektrostein hattest du schon. Dann Stachelstein. Aber hatten wir Stachel und Stein schon gesehen? Weiß ich gerade, war das der Pfeil und Bogen? Nee, das Stachel und... Nee, ich in diesem Level hier. Achso, nee, Stachel haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen hier. Stachel und Stein. Tine! Ah, ich musste, glaube ich, sogar nach oben. Oh, das wollte ich noch gar nicht. Ich dachte, das wäre ein Gegner. Also, es ist cool, aber es ist natürlich jetzt zum Kämpfen schwierig. Du bist immer nur unbesiegbar. Er schießt mich immer in so eine... Das ist Stachel. Kann ich nochmal zurück? Weiß ich nicht. Das hat nicht so ganz funktioniert. Nee. Bisschen schwierig, das einzusaugen. Geht das? Du kannst versuchen, seine Projektile einzusaugen, die er auf dich schießt. Vielleicht reichen die auch aus. Nein. Ich lande immer da drin. Ja, und ich will die einsaugen. Ansonsten beim Runterfallen von der Plattform überdehnen einfach mitnehmen. Oder mache ich sie ja kaputt? Wenn du ein bisschen hochfliegst, sind sie ja wieder da. Und jetzt beim Runterfliegen einfach einsaugen. Und das sind zwei von denen. Ah, das sind Bumerang! Oh, Jan! Du hast mich verarscht, betrogen, vernachlässigt! Ne? Ich meine, der Bumerang ist geil, aber das ist nicht das, was ich haben wollte. Jetzt wissen wir wenigstens, was für eine Fähigkeit die haben. Das ist so ein Fall von Check Your Facts. Wegen dir habe ich jetzt mega viel Schaden genommen. Und dein Gesicht ist irgendwo. Was hast du gegen, nichts gegen mein Gesicht? Das ist weggeflogen. Beleidige nicht mein Gesicht, jetzt beleidige ich deins. Mein Gesicht ist wunderschön. Puh, jetzt nicht mehr. Ja. Oh. Ich werde aber so unglaublich langsam. Das stimmt. Und es dauert ewig, bis dein Gesicht wieder zurückkommt. Das heißt, in das Level müssen wir auch noch mal rein. Mhm. Pingu! Pingu! Wo ist ihn? Oh, ist weg. Und aber noch nicht. Jetzt ist er weg. Oh. Was lauert da im Schatten? Augen. Ein Frosch. Der wollte mich snacken. Aber auch nur einmal. Nee, da kommt er wieder. Oh. Ich dachte, ich habe genug Zeit. Der wollte dem Eis lecken. Ist so. Guten Tag, na? Kennen Sie schon den hier? Du
siehst du seltsam aus, wenn dein Gesicht nicht an dir dran ist. Leo, ich habe letztens erst gesehen, das hat, glaube ich, sogar Twitch gepostet, jemanden, der auch ASMR macht, indem er isst. Also quasi so Ramen und sowas und dann so richtig schlürfend isst und dann, ja, und ich denke mir so, würde ich jetzt nicht als angenehm empfinden, weil ich glaube, ASMR ist ja einfach dafür da, dass man halt einmal die Geräuschkulisse cool findet, aber... Also wenn du unbedingt jemandem beim Essen zuhören willst? Nee. Falls ihr jemanden haben wollt, der euch beim Essen zusieht, kann ich Ali empfehlen. Das sieht aus wie Stachel. Aber jetzt zurückzugehen? Mir geht eh nicht mehr, wahrscheinlich. Ich könnte Stachel mitnehmen. Zum Beispiel. Oder auch nicht. Ich komme wieder. Der wollte mich. Komm her. Als ob du nichts isst! Yes! Du hast mich schon das zweite Mal betrogen! Was habe ich dir getan? Noch nichts. Jan hasst mich! Oh, da ist Fleisch. Da. Ja. Das Spiel hat Physik. Ich komm nicht an mein Fleisch. Ich find's aber witzig, dass du viermal das genau das gleiche versucht hast. Und es die viermal natürlich nicht funktioniert hat. Manno, warum disst du mich heute nur? Ich weiß nicht, du hast es angeboten. Hab ich gar nicht! Hab ich dir gesagt, dass ich sie anbiete? So, Jan, wenn du möchtest, kannst du mich heute dissen. Ja, jetzt hast du es gesagt. Nein, das war Sarkasmus! Das kann ich doch nicht verstehen, ich bin dumm. Schön, dass du das auch mal einsiehst. Wenn du so weitermachst, musst du gleich ein Level spielen. Nee. Wie nee? Da ist der Stachel. Ich glaub dir einfach gar nichts mehr hier. Vielleicht ist der Stachel. Also der ist ziemlich safe Stachel. Die Sache ist, die komme ich. Ah. Oh. Hättest du bei den... Hättest du am Anfang des Levels da auch einfach so runtergehen können? Mach ich jetzt den Doppelstachel? Ich hätte da einfach runtergehen können. War da überhaupt was? Das war halt auch so ein Boden. Oh, ja, du hast gar nichts verpasst dann eventuell. Dankeschön. Habe ich dich umsonst geschämt? Vielleicht. Aber du weißt es selber nicht. Nein. Wir sehen es ja, ob gleich noch ein Kristall kommt oder nicht. Der wollte dich. Jetzt hast du ihn aufgespießt. Kann ich weiter, aber ich kann ja auch einfach hier quasi. Nein! Warum bist du jetzt wieder da? Weil ich zu weit weggekommen bin. Nein, ich bin doch. Die gucken so lieb und dann spießen sie dich auf. Ja. Eis und Bombe. Eis und Bombe war hier ja weit und breit nicht. Das ganze Level damit durchgehen, ohne es zu verlieren. Das ist eine gute Strafe für dich. Ein Eis essen, weil ich so Bombe bin. Nee, das Level nochmal durchlaufen mit diesen beiden Fähigkeiten. Ich gehe. Da noch mal raus. Kommt
getötet. Nice. Guck, ich hab dich für deinen Durchlauf sogar geheilt. Wo kriegen wir denn überhaupt die Fähigkeiten? Theoretisch in Level 1, 2 gibt es Eis.